Wer aufmerksam die Qualitätsmedien verfolgt hat, dem dürfte dieser Fall auf keinen Fall entgangen sein. Bauchi besetzt Boris Beckers Finca auf Mallorca. Tatsächlich ein deutscher Hippie, ein Aussteiger, der auf Mallorca lebt, hat sich's gemütlich gemacht auf dem Anwesen von Boris Becker. Und möglicherweise durfte er das nach spanischem Recht sogar, wie in Spanien die Rechtslage bei solchen Hausbesetzungen ist und wie das in Deutschland abgelaufen wäre, das klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und 20 Jahre ist es her, als sich Boris Becker einen Traum erfüllte. Eine Traumfinca hat er sich gekauft auf Mallorca. Dummerweise ist er, soweit ich das richtig gesehen habe, in diese tolle Finca in Arta nie eingezogen. Es war schon so, dass schnell einiges wieder abgerissen werden musste, weil irgendwie zu viel auf dem 125.000 Quadratmeter großen Gelände gebaut worden ist. Also die maximale Bebauungsfläche war erreicht worden. Dann gab es ja offenbar finanzielle Probleme von Boris Becker. Das hatten einige Medien berichtet. Es drohte da eine Zwangsversteigerung und die Mallorca-Zeitung titelte sogar, die Eigentumsverhältnisse dieser Finca sind unklar. Boris Becker hat stets betont, dass er nicht in finanziellen Schwierigkeiten steckt und dass ihm auch die Finca soweit gehörte. Wie dem auch sei, leer stehen tat sie trotzdem eine ganze Zeit, einige Jahre. Und das machte sich Georg Beres, nutzte er. Das ist ein Aussteiger aus Düren, hier aus der Nähe von Köln. Der ist ein Hippie, wenn man so will, lebt auf Mallorca und schaut sich so ein bisschen nach leerstehenden Häusern um. Entweder er wohnt in seinem Wohnmobil oder er sieht sich als Retter verwahrloster Objekte. Und offenbar hatten es ihm der Pool und die Tennisanlagen, die Boris sich da hingebaut hat, ganz angetan und dachte sich, da muss jemand wie Bauchi ran und muss dieses tolle Objekt doch retten. Er hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, deswegen passt ganz gut. Jesus Bruder Bauchi. Jesus Bruder Bauchi. Und er wollte eben diesen Platz wieder Leben einhauchen. Ja, warum hat er das alles so verkündet? Weil es eine spezielle Rechtslage in Spanien dazu gibt. Da ist es nämlich so, dass man fast 90.000 Immobilien besetzt hat durch Hausbesetzer in Spanien. Und drei Viertel davon sind im Eigentum von Banken. Da gibt es unterschiedliche Gründe, warum die besetzt sind. Manchmal sind es kriminelle Gründe, da geht es um Erpressung, manchmal gibt es politische Hintergründe. Und alle berufen sich auf Artikel 47 und 33 der spanischen Verfassung. Da geht es um ein Recht auf eine würdige Unterkunft und ein Recht auf Besitz. Insofern ist es nicht unbedingt strafbar, wenn man in Spanien in eine leere Wohnung eindringt, sofern man in dieser Wohnung tatsächlich lebt, genießt man eine Art Bestandsschutz. Man kann zwar als Eigentümer die Zwangsräumung innerhalb von 72 Stunden beantragen, hat man das aber verpennt, dann kriegt man auch keinen richterlichen Beschluss mehr, sondern, oder muss jedenfalls warten und das dauert dann teilweise Monate oder Jahre. Ganz schön krass. Deswegen gibt es manche Besetzer, die Lösegeld fordern von den Besitzern. Die sagen, ja, entweder ich bleibe hier noch ein paar Jahre oder du gibst mir jetzt ein bisschen Geld, dann ziehe ich wieder aus. So scheint es da zu laufen. Und dann gibt es wiederum Unternehmen wie Deso Cooper, die bitten dann wiederum diese Hausbesetzer relativ bestimmt und schnell und freundlich, wie sie sagen, da wieder auszuziehen. Allerdings wohl sehr umstritten und an der Grenze des Rechts. Aber damit das alles künftig sich ändert, hat ein Hamburger Steuerberater, der eine Finca auf Mallorca hat, gekämpft. Und er hat bei der spanischen Zentralregierung erreicht, dass sie jetzt hart durchgreift gegen Hausbesetzer. Denn seit Mai 2018 gibt es dazu in Spanien ein schärferes Gesetz. Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 19 zu 18 Stimmen ist das angenommen worden und seit Juni 2018 in Kraft. Und danach geht es jetzt wie folgt. Wenn ein Hausbesitzer seine Besetzung anzeigt, der Hausbesitzer zeigt die Besetzung des Hauses an, dann kommt ein Räumungsprozess relativ schnell in Gang. Der Besetzer bekommt schnell eine amtliche Notiz. Er wird aufgefordert, innerhalb von 5 Tagen das Nutzungsrecht nachzuweisen. Also entweder, dass er einen Kaufvertrag hat oder ein sonstiges Recht, einen Mietvertrag, dass er da leben darf. Kann er das nicht oder wird niemand angetroffen vor Ort, hat er noch 10 Tage
Einspruch. Und wenn da kein Einspruch kommt und auch keine Nachweise erbracht werden, erfolgt die sofortige Räumung. Und das ist natürlich eine erhebliche Verbesserung für die Besitzer von Privatimmobilien. Und nur um die geht es da. Bei Banken klappt das nicht. Die Frage ist, was wäre in Deutschland? In Deutschland haben wir sowas öfter mal, wenn Mietverträge ausgelaufen oder gekündigt worden sind, dann haben wir, ja, das Wort heißt Mietnomaden, die einfach drinbleiben oder womöglich gar nicht erst den Mietvertrag zahlen, von Mietobjekt zu Mietobjekt tingeln und das richtig abwohnen. Ja, und da kommt es dann um die Frage an, wer jetzt sozusagen in ein marodes Haus eindringt, wie Bauchi, der wird eine Straftat begehen. Das ist nämlich ein Hausfriedensbruch. Ohne die Einwilligung des Eigentümers geht das nicht. Und er müsste dann eben einen Antrag stellen bei der Staatsanwaltschaft und dann würde eine Polizei möglicherweise zusehen, dass das Gebäude wieder geräumt wird. Und darüber hinaus hat er natürlich auch Ansprüche aus dem Zivilrecht. Oft wird so ein Gebäude dabei beschädigt, dann hat er Schadenersatzansprüche. Er hat aber auch Wertersatzansprüche, wenn er nicht anderweitig das Objekt vermieten konnte. Aber natürlich funktioniert das alles erst nach einem polizeilichen Urteil. Ich habe selber in meiner früheren Zeit, als ich noch bei meiner allerersten Kanzlei war, auch Mietrechtsprozesse betreut. Und ich habe gesehen, erstens, was solche Mietnomaden anrichten, wie die Häuser hinterlassen. Also das waren teilweise Messi-Häuser nachher, die bis hierhin hoch voller Müll waren. Das kann man gar nicht glauben, wo man sich dann auch als Anwalt da durchkramen musste. Oder stanken noch und nöcher. Und entweder waren die Leute pleite, dann hatte man zwar schön den Prozess gewonnen, hatte sein Haus wieder, aber die gesamten Kosten, teilweise 10.000, 15.000 Euro Kosten für einen großen Prozess, je nachdem, wo es darum ging, plus nochmal 20.000, 30.000 Euro Renovierungskosten, waren dann da schnell angefallen. Deswegen setzen so viele Vermieter darauf, dass sie sich vorher darüber informieren, wen sie sich ins Haus holen, ist der liquide, gibt es Bürgschaften, dass dann das Geld entsprechend da ist. Also in Deutschland gibt es nicht diese Vorschriften wie in Spanien, jedenfalls gab es sie ja bis Juni 2018 noch in Spanien, dass man mehr oder weniger so ein Recht hat, so ein Haus zu besetzen, jedenfalls wenn man drin wohnen bleibt. In Deutschland kommt man zwar wieder raus, kann aber auch ein Jährchen dauern, also auch ziemlich aufwendig so eine Räumungsklage, die hier wieder angestrengt werden müsste. Ja, das war Bauchi und seine besetzte Finca auf Mallorca, beziehungsweise Boris Becker besetzte Finca. Soweit ich weiß, haben jetzt Freunde von Boris Becker oder irgendwelche, die Boris Becker kannten, Bauchi auch wieder nett aufgefordert, das Anwesen zu verlassen. Da tut sich ständig was, also verfolgt da einfach die Qualitätspresse, Bildzeitung ganz vorne, die da laufend Neuigkeiten über Bauchi und Boris und die Finca von Boris haben. Wenn ihr Qualitätsjura haben wollt, dann abonniert diesen Kanal, denn wir werden euch auch weiter auf dem Laufenden halten, was es so aus der Welt des Rechts Neues gibt. Kann nie schaden bei all den Let's Play-Kanälen, die ihr schon im Abo habt. Mal so eine gesunde Beimischung, die euer Allgemeinwissen stärkt und auch zu dem ein oder anderen netten Intelligenzspruch beitragen kann, wenn ihr in der nächsten Kaffeerunde mit euren Eltern zusammensitzt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hier schon wieder. Tschüss und bis dahin.